Aber der größte Witz ist, dass die Leute das halt auch noch glauben. Okay, mal ganz kurz von vorne. Das hier ist dein AirTag, werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Den machst du an deinen Schlüssel, den verlierst du dann natürlich und das iPhone zeigt dir dann, wo dein Schlüssel mit AirTag ist. Das gibt's so übrigens auch von Samsung, von Tile, nur halt nicht von Google. Jetzt dachte sich no joke jemand, wenn es einen AirTag von Google geben würde, wie würde der dann heißen? Und ich sag mal so, nicht gut. So ein Tracker hilft dir etwas zu finden, also auf Englisch to spot something. Nehmen wir jetzt das und das G von Google und der Tracker heißt plötzlich G-Spot. Also auf Deutsch ein Tracker namens G. Das Göttliche daran ist, dass der Dude das auch noch designt hat, wie als käme das wirklich von Google. Das sind dann so Q&A-Fragen, wie finde ich eigentlich den G-Punkt? Oder die Hilfe zur Einrichtung, so schnell, das hast du gar nicht kommen sehen. Oder für die Hülle, der Satz, benutzen in Schutz, nur zur Sicherheit. Und auch wenn das ziemlich witzig wäre, es ist leider nur ein Konzept. Auch wenn das die Hälfte mal wieder nicht checkt. Also kein Witz jetzt, auf Twitter ein Tweet nach dem anderen, dass der Google G-Spot jetzt geleakt ist. Nein, ist er leider nicht. Selbst wenn der Tracker kommt, wird er ziemlich safe nicht so heißen.